Huch, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Und ich würde sagen, wir machen keine große Folgeplänke, kaufen keine Spieler, nix. Wir spielen einfach eine weitere Partie und hoffen, dass wir diesmal einen gerechteren Gegner haben. Nein, das war gar nicht ungerecht. Dass wir eine bessere Verbindung haben, das war das Problem, was wir das letzte Mal hatten. So, wir sind immer noch hier ganz nett aufgestellt. Unsere Fitness war, glaube ich, auch noch in Ordnung, so wie ich meine. Und ich spare jetzt und wir spielen gegen den FC Pr. Ja. Ja, das dürfte gehen. Ich bleib auch mal so. Was hat der denn für ein Team? Ziemlich gemischt, schlechte Chemie, aber der hat Innenverteidiger, ich kenne den Namen nicht. Aber der ist so irgendwie überall, ist irgendwie nicht so geil, ne? Wir müssen in der Verteidigung irgendwie vorbeikommen, ist das Problem, glaube ich, eher. Denke ich mal. Hier beim FC Pr gegen den FC Europolis. Mal gucken, was das für ein Spieler ist. Na, ja, das ist schon die gute Chance. Eieiei. Da war kein Abseits. Nein! Keine 1 Minute 30 vergangen. Und schon sowas. Na, ich mach mal mit der Flanke. Vielleicht, ne? Manchmal ist das ja. Dann kann man das schon mal machen. Da hat er den mal. Nielsen. Nee. Ja. Ah, bitte. Ist doch keine Ecke gewesen. Der war doch dran. Naja. Was soll's. Abgefällt. Was war das denn? Was war das denn? Großer Fehler, würde ich sagen. Ah, der hat Castagnas Bovo gesehen. Dann passen wir uns nach hinten gehen, glaube ich. Ui, geht der ins Aus? Schade. Muss er. Ah, hat er abgefälscht. Oh, der. Naja, kann man machen. Muss man nicht. Kann man, muss man nicht. Ist jetzt viel Zeit verloren gegangen. Eieiei. Naja, das ist noch nicht so geil. Aber da hat er zu stark drüber geschossen. Hauen wir mal nach hinten. Ah, guck mal, schön. Kieftenbelt. Na, da hat er ihn. Nein, der sollte auf Castagnos gehen, direkt. Ah, schön von Lopez, von Werker von Lopez geholt. So. Von Werker von Lopez. Ja, dann führen wir lieber langsam aus. Haben wir da was? Versuchen wir es direkt so. Das war nicht so gut. Ist zwar noch gerade so glücklich gelaufen, aber. Ja. Ja, wäre vielleicht ein Pass oder so besser gewesen. Ui. Ui, 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 ui. So, schön. Schneller Pass. Das geht immer. Ein Heber. Ja, nee, jetzt klang es gerade so, als wäre ich asynchron gewesen, aber das war es gar nicht. Ui, 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 ui. Die erste, zweite richtige Chance von ihm eigentlich. Was ist das denn? Naja. Dann gab es auch schon mal bessere. Hm? Oh, 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 oh. Da muss ich jetzt drauf. Ja, Vorteil. Naja. Macht er den direkt?
Ja, hat er. Aber war nicht so. War nicht so das, was ich dachte. So. Hi. Hey. Schön. Na? Bitte was? Ha! Ich hab gar nichts getan. Oh, Castanios. Castanios frei. Ja, schön, schön, schöne Idee. Ja, auf McCallum. Warum schießt er denn nicht? Das war doch kein Abseits. Naja, nächster Versuch. Castanios. Ich versuche mal direkt. Kann man ja mal machen. Gar nicht allzu schlecht. Den kann er nicht behaupten. Uiuiui, da ging der Pass aber weit. Der muss stark, der geht nicht ins Aus. Oh, kriegt Castanios den noch? Jetzt muss die Flanke kommen. Schade. Wo ist denn da die Manndeckung gewesen? Dort vorsichtig einfach zum Torwart passen. Da kam der Torwart ins Bedrängnis. Ein bisschen. Na. Hat Havekott, aber ganz sicher. Oje. Schön. McCallum springt da. Schön gemacht. Werk am Werk. Ey. Naja, schien wohl alles mit fairen Mitteln zu laufen. Oh. Schade. Hätte er drankommen können. War nicht so schlecht. So, Lopez. Ah, ein bisschen hart. Aber nur die ganz normale faire Zweikampfgrätsche ist es dann ja nicht. Ah. Na, komm schon. Ganz normal, wie wir es kennen, ne? Na, der hätte gar nicht so. Wenn wir den kriegen? McCallum hatten. Ist aber bedrängt. Daher. Machten wir direkt. Ah, zu schwach. Oder abgefälscht. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich würde sagen, derzeit klar, wir die bessere Mannschaft. Ah, da unten. Da unten sehe ich Rübers. Da muss die Flanke kommen. Ah, hatte ihn. Bednarek. Schön, McCallum muss den direkt machen. Oh, und nicht gefangen. Da kommt die Flanke, würde ich sagen. Nochmal zweiter Schuss von McCallum. Schade. Ich denke, das war es an Chancen für die Zeit. Halbzeit. Ja. Kann ich aber noch einmal nach vorne machen. Vielleicht kommt da ja noch jemand dran. Ja, jetzt muss er aber abpfeifen. Ah, 4 Minuten sind's. Achso, ja, damit vielleicht nicht. Sauer. Schön. Schöne erste Halbzeit. Mehr Ballbesitz, dachte ich mir schon. Weniger Schüsse? Das kam mir gar nicht so vor. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber eigentlich spielen wir nicht so aggressiv. Müssen wir nicht auswechseln. Nur wegen der Karte. Nee. So, ich versuche jetzt mal noch Hertha vielleicht. Wie holt er denn? Mult und Morales. Moral ist nicht schlecht. So, jetzt gehen wir nochmal richtig Stoff, würde ich sagen. Die erste Einwechslung, Einwurf, ne, glaube ich.
Ui. Kam ziemlich nicht mehr dran. Aber nicht schlecht. Hey! Was war das denn für ein fairer Zweikampf? Und Daniel. Giftenwelt. Muss jetzt nach oben machen eigentlich. Jetzt sag mal. Ja, den können wir direkt versuchen, würde ich sagen. Boah, nee, 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 nee. Mach ich mit. Oh, ah, der ging nicht hoch genug. Sonst wäre ich da so dran gewesen. Oh, Nielsen. Nielsen, das ist nicht schlecht. Na, da ging der Pass ein bisschen zu hoch. Darf nicht passieren, aber sicher gepasst. Uiuiui. Geht dann raus? Jo. Oha, was war das denn? Was war das denn für ein Einwurf? Pass, wie auch immer ich das nennen will. Oh, gut. Gut, 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 gut. Jetzt darf ich nicht mehr passen, weil dann, ist, nein. Da macht er daneben, McCallum. Schade. Oh. Kommt er dran, kommt er dran? Na, schießt natürlich weg. Wäre zu schön gewesen. McCallum nochmal mit der Chance. Sie spielt geschossen. Ist ja unfassbar. Oi. Angriff abgewehrt und sogar noch. Oh, ich dachte eigentlich, wir hätten den nicht mehr. McCallum. Was macht denn du der heute? Ist ja wunderbar eigentlich. Ui. Schön. Na? Den musste ich irgendwie aus der Gefahrenzone kriegen, aber lieber wäre mir gelesen. Ui, war nicht mal so schlecht. Wenn wir den ohne natürlich gehabt hätten. So. Nein, 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 nein. Was war das denn? Nein, so, ach Gottes Willen, nur weil er so stark war. So, schön. Ui, 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 da kamen diese frühe Grätscher, aber bin ich hier richtig reingelaufen. Jetzt muss ich aber. Oh, ich dachte, da komme ich noch dran. Ich hätte gedacht, da komme ich noch ran. Und jetzt. Na, jau. Dann geht ein Stücken weiter vorwärts, würde ich sagen. Na, kann man mal versuchen. So, schön stark. Ja, hätte eine ein Heber sein müssen. Und einfach mal drauf von Wheeler. Der Torwart ist ja echt, der kann es ja nicht. Der ist ja eine Nulpe. Ei. Ja. Ja, abgefälscht. Ist super. Da freut sich das Herz. So schön. Nochmal schön. Nein. Das doch nicht. Was war das denn? Ja, nochmal McCallum. Ja, was wird denn das? So, hier, Castaños! Ah, schade. Er war doch immer weit, ne? Das ist, keine Abwechslung hier in den Abstößen. Ja, machen wir. Nochmal direkt und... Der muss reingehen, der geht rein! Jawoll! Schön, schön. Es ist aber zu schnelles Abwehrspiel. Ich glaube, das war ein Abseitstor. Kann das sein? Habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. 15 Minuten, das ist
Können wir noch ein bisschen aggressiv machen, glaube ich. Ja, alles super. Ich bin mit einem Tor, bin ich nicht zufrieden, aber McCallum ist wieder am Ball. Na. Musste aber nicht sein. Da kann man auch schon mal pfeifen. Oh, kommt da dran? Kasten, McCallum meine ich. Natürlich. Da, ich will es dem nochmal zeigen. Ja, das war abseits. Ganz stark. So, machen wir eine Flanke. Auf die. Ist nicht frei, aber. Da können wir wenigstens sowas machen und. Abstoß. Der macht ja eh wieder weit. Da kommen wir. Ja, hätte echt was werden können. Oha. Na, jetzt aber. Nein. Das kann's doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nur weil da das Spiel im Strafraum nicht gepasst hat. Jetzt muss aber... sowas kommen! McCallum! Die Chance genutzt! Jawohl! Das musste sein! Das musste sein jetzt! Eieiei, das Tor von McCallum! Schön, schön Flanke reingemacht! Jetzt aber, jetzt haben wir es hingegeben! Jetzt muss der Gegner aber Vollgas machen! So, 3 Minuten! Kein Ding! Hoffe ich doch mal. Darf ich mich natürlich jetzt nicht täuschen? So, Castanhos kann doch mal noch nachschießen. Ah, das wäre vielleicht was geworden. Nein, oder? Ah, verdammte Scheiße, dann war da nochmal die Latte dran. Das ist ja unfassbar. Unfassbar, was hier gerade passiert. Jetzt noch die Ecke. Ah? Ne, schade. Schön, schön das 1:2. Jawohl, noch gut rausgeholt. Da freue ich mich. Das ist McCallum, unser Held. Wunderbar. Das ist mal mein Freund gewesen. Hey. Was kriegen wir? Ja, 403, aber 443. Na, was kriegen wir denn für Fouls? 10? Gegentore 20 und Abseits? Naja, würde ich sagen, ja, haben wir den ersten Sieg, ne? Aufsteigen dürfen wir nicht, das wäre für uns katastrophal wahrscheinlich. 8 Spiele, da müssten wir noch 2 gewinnen, dann würden wir aufsteigen. Das ist ja unfassbar. Könnte man den kriegen. Auf jeden Fall der FC Brrr gegen den FC Europolis 1887 gewonnen. 1:2, schönes Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.